Wir sind in der Toyota-Allee heute und deswegen schauen wir uns natürlich einen Toyota an, aber nicht diesen Mirai. Das zeigt nur, wohin die Reise gehen kann. Toyota ist ja bekannt für seine Hybridfahrzeuge. Hier laden auch bereits schon welche. Sie haben ja mittlerweile auch Plug-in-Hybriden im Angebot. Wir holen uns jetzt nachher auch noch einen neuen RAV4 Plug-in-Hybrid ab. Aber in diesem Video geht es um die heiligen Hallen von Toyota. Das heißt Geschichte. Was gab es alles? Was gibt es für Besonderheiten? Entdecken wir vielleicht das ein oder andere Schmankerl bei Toyota? Wir lieben ja Autos, deswegen zeigen wir euch auch Elektroautos, Verbrenner, Diesel, Benziner, aber eben auch alte Autos, Youngtimer und so weiter. Und deswegen freut es uns ganz besonders, dass wir heute in den, ich sag jetzt einfach mal, heiligen Hallen von Toyota sind und schauen einfach mal, was wir in der Toyota Collection, so nennt sich das Ganze nämlich, so finden. Und da holen wir uns jetzt noch einen Ansprechpartner, der zu jedem Auto auch eine kleine Geschichte weiß. Viel Spaß bei einer neuen Folge von Black Forest Drive. Nicht aus dem Schwarzwald, sondern aus Köln. Aber dafür um ein paar interessante Autos dabei. So, jetzt sind wir drin. Ich habe mir die Leitung der Presse geholt, den Thomas Schalberger. Und da werden wir hier einfach mal alles uns anschauen, was hier für Schätzchen drinstehen. Sicherlich werdet ihr das ein oder andere Auto schon kennen, weil es bekannt ist oder weil ihr halt einfach auch wie wir Liebhaber davon seid. Und ja, hiermit auch nochmal ein herzliches Willkommen von mir und eben auch herzlich willkommen und danke, dass wir hier sein dürfen und dass du heute hier mit uns einmal durchläufst. Perfekt, herzlich willkommen hier in der Toyota Collection, so nennen wir sie ja. Wir sind kein Museum, das heißt, wir haben keinen didaktischen Anspruch. Die Autos, die wir haben, sind in der Regel von Herrn Pichert, die Sammlung, die wir mal übernommen haben. Mittlerweile haben wir aber auch über 20 Autos, die, sag ich mal, uns zugelaufen sind oder geschenkt wurden oder die uns Toyota aus Japan oder aus Brüssel geschenkt hat oder geliehen haben. So ist jetzt eine bunte Mischung. Wir haben 80 Autos hier und noch 60 sind vom Herrn Pichert, 20 sind dazugekommen, also so, dass es lebendig ist. Okay. Wir versuchen das immer, dass es immer was Neues gibt. Wir tauschen nicht nur die Autos auf den Plätzen, aber es ist immer so, mal kommt neuer, der Lexus hier, den wir sehen mit 650 PS, ist von unseren Motorsportkollegen. Und so ist jedes Mal, wenn wir erstens ab seinem Monat aufmachen, gibt es immer irgendwas Neues zu gucken. Ja, es gibt da immer mal eine Veranstaltung, ne? Passend. Ich habe gesehen, es kommt bald auch eine RAV4-Veranstaltung. Ne? Genau, wir feiern Jubiläum, genau. 30 Jahre RAV4 und dann sagen wir so alle Generationen und dann fragen wir so in der Szene nach, wer hat denn RAV4 in guten Zustand? Und dann gucken wir immer, das muss ja gerecht sein, weil das der größte Stolz für einen Toyota-Besitzer ist, ist natürlich hier sein Auto in die Mitte zu platzieren. Der wird dann schön präsentiert. Es gibt also von uns als Goodie immer eine Aufbereitung des Fahrzeuges. Okay. Der Beulendoktor guckt auch nochmal drüber. Und dann machen wir das fertig. Und so haben wir dann auch wieder alle Generationen hier. Und dann kommen, wenn so ein RAV4-Thema ist, kommt schon schwerpunktmäßig so die RAV4-Fahrer, aber natürlich auch andere. Viele Fremdfabrikate haben wir mittlerweile hier, weil wir in der Clubszene auch außerhalb von Toyota mittlerweile sehr gut bekannt sind. Und übers Jahr haben wir dann Land Cruiser-Treffen, Supra-Treffen, GR-Treffen. Wir haben den JDM-Tag, den ich am tollsten finde. Das ist der Japan Domestic Market. Dann kommen wirklich die ganz verrückten Rechtslenker, Manga-Autos, die verkleidet sind und so. Das ist dann echt cool. Und wir haben immer einen Teilemarkt. Also die treffen sich auf dem Parkplatz, gibt Frühstück und sowas. Also es ist eigentlich, wir wollen eine Familie, das, genau, das ist so unsere Idee, dass es so eine Art Treffpunkt ist. Und der Anlass ist die Collection. Aber es sind alle willkommen und wir freuen uns, wenn die selber auch was machen. Sei es draußen Frühstück, Teile verkaufen und ja, einfach ein nettes Beisammensein. Wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Hier in der Mitte ist, sage ich mal, ein Strauß Buntes. Da haben wir mal hier einen Terzel, dann so einen Rennboliden, den wir... Wir müssen immer gucken, wo kriegen wir die Autos denn hin? Hier sind oft Veranstaltungen und die sind jetzt mal hier platziert. Das sind ja ursprünglich zwei Lexus und wir haben jetzt Lexus mit dazugenommen, weil Lexus sagt auch, wir haben eine Geschichte, wir stehen zu unseren historischen Autos und wir versuchen jetzt, alle V8er zusammenzukriegen. Da soll ISF Nürburgring Edition suchen wir. Also wer einen zu verkaufen hat, soll sich bitte bei uns melden. Ja. Ein SC wollen wir holen, das Cabrio. Und dann haben wir sie, glaube ich, fast schon komplett. Und da haben wir jetzt so eine kleine Ecke für Lexus, aber Lexus, so klein sind die halt nicht. Die sind ein bisschen größer als die Toyotas. Die rote Ecke, da sind die Sportwagen. Da ist natürlich Supra dabei, MR2, Chili Car, Carlos Sainz Special Edition und unser Highlight, der 2000 GT. Sehr, sehr schön. Und das ist ja quasi der Anfang auch der Supra, ne? Damals noch... Es gibt noch eine ältere, die Celica Supra. Celica Supra, das war damit ging es los. Die hießen dann nur noch Supra. Ja. Ganz am Anfang hieß es noch Celica Supra. Genau. Und da haben wir eine weiße, die ist allerdings oft auf Rallyes unterwegs. Die ist sehr beliebt, die weiße.
dieser hier ist so ein, ja, das Design ist so typisch für seine Epoche. Schlafaugen, ja. Gab es noch andere Hersteller, die das ja so ähnlich gemacht haben. Heute darf man ja die Schlafaugen nicht mehr bauen, also benutzen darf man sie noch, wenn natürlich, aber das in den hatten wir mal aus Wuppertal geholt, erste Hand. Okay. Wunderbares Auto. Nachteil war, der Herr war Kettenraucher. Stand dann 5 Jahre mit offenen Fenstern hier. Mittlerweile geht's. Hat sich jetzt ein bisschen, bisschen beruhigt. Haben wir ein bisschen hübsch gemacht, aber der war wirklich in einem exzellenten, guten Zustand. Typische Sitze natürlich damals. War in Europa nicht so beliebt. So mit Plüschsitzen, sagen wir immer. Das sind so Velour-Sitze. Oh ja. Aber das ist eben ein Kind der Zeit. So waren sie damals. Sehr weich, sehr bequem. Das stimmt. Wie ein Sofa. Ja, wie ein Sofa. Also, aber trotzdem sportlich angehaucht. Genau. Also das war mit integrierte Kopfstütze. Ja. Wie man es kennt. Hier die Wangen. So, das ist natürlich jetzt, der hat, glaube ich, weit über 100.000 Kilometer. Das ist natürlich ein bisschen softer geworden. Ja, gut. Aber dafür sieht er noch gut aus. Also da habe ich schon schlechtere Sitze gesehen. Ja, und da hatten wir immer das Gefühl, der fehlt uns. Weil wir haben ja den MK4, den wir hier auf dem Bild sehen. Den wir nachher noch live sehen. Den kennt sicherlich jeder. Genau, das ist natürlich eine Ikone. Ja. Und war aber nicht einfach zu kriegen. Also wir haben welche gesucht und wir wollten eigentlich einen Schalter haben mit schwarzem Leder, aber die Preise sind so exorbitant. Also da reden wir immer über 80.000 Euro. Okay. Und, aber dann holen wir uns, wenn wir was machen für Veranstaltungen. Es gibt Händler, die haben die damals behalten und die leihen uns die ganz gerne. Wir haben einen aus Bad Kreuznach, der hat, ich glaube, 20.000, 30.000 Kilometer gelaufen, sieht aus wie perfekt neu. Und der ist wirklich happy, wenn er uns den leihen kann. Und da machen wir oft, kommen Journalisten vorbei, Fernsehteams. Naja. Und die wollen dann natürlich mit so einem Auto mal was machen. Das Klar. machen die gerne. Wer träumt nicht davon? Ja, das ist Carlos Sainz Celica, flottes Auto, 204 PS, nicht ganz leicht, war Rallye-Fahrzeug, damals wunderbar mit beklebt, haben wir sehr erfolgreich verkauft, fährt auch immer noch flink, aber wie gesagt, ist ein bisschen schwer. Die Motorhaube, glaube ich, wiegt 25, 30 Kilo, wenn man die hochhebt, ist man überrascht, wie schwer sie ist. Das wird man heute etwas leichter sicherlich bauen. Aber ein tolles Fahrzeug, viele Rallyes mitgefahren, sehr zuverlässig. Hat dann auch schon Ledersitze. Auch sportlich, ein bisschen groß die Sitze, aber schon sehr sportliche Sitze mit Wangen. Ja, und dann hier MR2, das ist ein tolles Auto. Ja, den kennt man auch. Und Mittelmotor, damals ohne ESP und sonstige Fahrhilfen. Der war beim Fahren, um es vorsichtig auszudrücken, etwas giftig. Ja. Durch den Mittelmotor hat er natürlich, wenn er auf Nässe war, konnte er sich extrem schnell um seine eigene Achse drehen. Das war, sag ich mal, für den gekonnten Fahrer mit viel Spaß verbunden, für den weniger geübten mit einem hohen Risiko. Ja, man musste wissen, was man fährt. Genau. Aber da sind wir, der ist sehr gut in Schuss. Da haben wir jetzt den noch mal eine Revision gemacht mit Zahnriemen und sowas. Das haben wir alles neu gemacht. Und fährt toll. Hat jetzt hier, ist richtig, sehe noch kein abnehmbares Dach. Es gab auch einen Targa davon. Okay. Später ja auch Cabrios. Ja, der hat, glaube ich, ein festes. Der hat auch ein Schiebedach. Genau. Ja, da weiß ich, manchmal gab es in der Zeit, das könnte sogar ein Original sein, aber früher in den 80er Jahren hat man gerne mal die Dachausschnitte gemacht. Ah, okay, ja. Und das ist jetzt, sind wir nicht so der Fan von, aber da haben wir einige Autos, das kann man nicht mehr so einfach rückgängig machen, das wäre ein großer Aufwand, aber unser Celica Supra hat es leider auch. Schön, ja, nee, den kennt man auf jeden Fall auch, wenn man sich ein bisschen mit Autos auskennt, würde ich sagen. Ist auch im Preis, zieht langsam an, weil es gibt immer weniger. Wenn wir hier bewegen, wir uns im Bereich, sag ich mal, um die 10.000 Euro. Okay. Hier ist das was anderes, 2000 GT. Da, ein Traum. Haben wir in Amerika, wirklich sind welche versteigert worden für 1 Million und mehr. Krass. Ja, und einfach ein schönes Auto. Einfach ein Top-Auto. Ja. Dieser hier ist in einem Top-Zustand. Da ist auch die originale Mittelkonsole, da ist das Holz so ein bisschen hochgekommen, weil es einfach mit der Zeit auch trocknet. Aber sonst ist die Karosserie, die Sitze, das ist alles im Originalzustand. B
bis auf die Felgen, die haben wir mal machen lassen, weil das sind im Original Magnesiumfelgen, die wir auch natürlich noch haben. Ja. Aber Magnesium korrodiert von innen her und dann brechen die einfach. Ach so, ohne Vorankündigung, okay. So ähnlich wie bei uns mittlerweile Brücken. Aber uns war das zu riskant. Die haben wir dann aus Aluminium nachmachen lassen. Und damit wir sie unterscheiden können, sind die Aluminiumfelgen grau und die Magnesiumfelgen schwarz. Okay. Das ist der Grund, warum wir es so gemacht haben. Ja, das ist einfach ein wunderschönes Auto. Es ist definitiv eng. Man hat aber hier diesen Ausschnitt, das ist extra so gemacht, dass man leichter mit den Füßen dann auch. Genau, damit man da, wenn man da nämlich einsteigt, ist das gerade für längere Menschen schwierig. Und er hat ja mal in einem James Bond mitgespielt, damals mit Jean Connery. Und dann versuchte er einzusteigen, sagt, ist ja viel zu niedrig, machen wir das Dach ab. Und dann gibt es eben von diesem Auto zwei Cabrio-Versionen, also ein Ersatzfahrzeug. Ja, und ja, ja. Der hat in dem James Bond Man lebt nur zweimal mitgespielt. Und die beiden Autos stehen jetzt gerade in, ich glaube, in Los Angeles sind zurzeit beide. Mhm. Da sind noch nicht wirklich viele Leute mitgefahren. Da ist der Mr. Bean ist da, glaube ich, mal mit, durfte mal mitfahren, weil er auch, glaube ich, einen eigenen hat. Ja, der ist auch ein autonah. Der ist ein kompletter autonah. Ja, ja, und der hat so einfach ganz tolle Details. Hier diese Scheibenwischer extra zierlich gemacht, um Gewicht zu sparen. Dann haben wir hier diese Haifischkiemen, das sind Montageklappen. Wenn man den Motorhaube aufmacht, kann man die wegmachen. Dann macht man von innen diese Klappe auf und dann ist an der einen Seite die Batterie und an der anderen Seite der Spritzwasserbehälter für die Scheibenwischanlage. Das sind also so kleine niedliche Details. Hat zwei oben liegende Nockenwellen, 2 Liter Hubraum, 150 PS. Und war für seine Zeit damals ein Auto, was auf dem Niveau von Ferrari, Lamborghini war, auch preislich. Okay. Das war damals also absoluter State of the Art, sind 360, 357 Autos von gebaut worden. Ja. Viele sind da kaputt gegangen, weil in Amerika gab es eine Rennserie, das hat nicht jedes Fahrzeug überstanden. Okay. Aber die sahen schön aus, wir haben ein paar Modellautos da in Bund da. Also absolute Ikone, wenn wir da mit einer Rallye fahren, sind wir der Megastar. Ja, der ist auch toll, also wirklich. Und gerade in dem Rot auch, ja. Es gibt noch, in Deutschland gab es mal 6 oder 7, das sind jetzt nicht mehr so viele. Jetzt gibt es wieder neu einen weißen. Ja, hier ein Prototyp? Genau, sieht aus wie ein Cabrio, ist aber eigentlich keins, sondern es ist nur ein Auto mit einem abgeschnittenen Dach. Ach so, okay. Das war für eine Messe in Genf gemacht. Ja. Wenn man genau hinschaut. Die Basis kennt jeder. Ich hoffe, ein GT86. Ja. Mittlerweile GR86, die neue. GR86, genau. Wäre aber auch eine schöne Option gewesen als Cabrio. Absolut, hat man damals dann aber nicht gemacht, weil ich glaube, es wäre zu aufwendig gewesen. Ja. Der hat halt, und das ist das Problem, er hat keine Verstärkung. Das sind also die ganz normalen Schweller. Okay. Und man kann jetzt schon durch das lange Stehen. Ja. Die Tür geht jetzt noch. Ich glaube, die geht ein bisschen schwerer, da hört man das manchmal. Beim Zuhauen dann, oder? Ja, genau. Nö, nee, geht. Nee, geht auch. Also, aber erst wenn man durch ein Schlagloch damit fahren will, wird es knack machen und dann. Ja. Aber er sieht farblich super, sieht schön aus. Also cool farblich aus, von der Form. So ein Permutweiß. Hätte sicherlich einen Erfolg gehabt damals. Ja, kommt halt auf den Preis immer drauf an. Ja, und wenn man ein Auto, was gar nicht als Cabrio konzipiert worden ist, dann umbaut, dann wird es echt teuer. Teuer, ne? Also da reichen 10.000 Euro bei weitem nicht. Das wäre ein Liebhaberfahrzeug geworden. Und dann, wenn das dann, ich sag mal, der Basispreis damals war wahrscheinlich, sag mal, in heutigen gerechnet, hätte das Coupé 40.000 gekostet, hätte ein Cabrio sicherlich 65.000, 70.000. Ja. Und das ist dann natürlich schwierig. Dann haben wir hier unsere beliebte Disco-Kugel, hat eine schöne Stereoanlage, wird immer noch eingesetzt, war dieses Jahr auf dem Christopher Street Day. Ach was. Da musste man ihn natürlich auf dem Anhänger packen und einen Generator vor dahinterher, weil die Anlage so stark ist, dass natürlich die Batterie bei ihm hier sofort leer wäre. Haben wir noch eine Nebelmaschine, ist da noch drin. Und die ist früher mal so zu Händlereröffnungen gegangen und jetzt mindestens einmal im Jahr zum Christopher Street Day. Dann hat man hier ein Mischpult und dann steht der DJ hier so hinter mit so zwei. Ach was. Also das ist auch eine nette Idee. Ja. Mhm. Gerade für so eine Autohauseröffnung oder sowas oder ein neues Auto, eine witzige Idee tatsächlich. Ja. Der kann was ganz Besonderes, er kann nämlich springen, wie diese amerikanischen Autos mit diesen, ich weiß nicht, wie das heißt, also diese so.
hoch und runter, links, rechts. Ja, ja, ja. Und er war mal in einem Werbefilm, hat er die Hauptrolle gespielt. Okay. Da war er in Berlin am Potsdamer Platz, hat das Beinchen gehoben und hat dann einen Wettbewerber angepinkelt. Würden wir heute vielleicht so nicht mehr machen, aber damals fanden wir das ganz witzig. Was war es denn für ein Mitbewerber? Ich glaube, das ist ein sehr großer Volumenhersteller, der aus Niedersachsen kommt. Ah, okay. Okay, dann dürfte es jedem klar sein. Das hier ist einer von 18 Prius. Das heißt nicht Priusken, es sind Prius, die Mehrzahl. Und es waren damals 18 junge Ingenieure, die aus Japan kamen. Die hatten den Auftrag, guck doch mal, ob man so ein Auto in Europa verkaufen kann. Mhm. Sie hatten offensichtlich nicht nach dem Design gefragt, sondern nach der Technik. Weil das Design von Prius war immer was Besonderes. Also wer sich für dieses Modell der ersten Generation entschied, der hatte wirklich vor dem Haus eine Design-Ikone stehen. Mhm. Man war was Besonderes, man fiel auf. Aber die Technik war auch damals schon State of the Art. Es war echt ein großer Wurf. 97 kam er auf den Markt und deren Auftrag war es, ein Fahrzeug, was unter 5 Litern braucht und hier ist es ein Viersitzer, für 4 Leute zu benutzen ist. Und damals 5 Liter Benzinverbrauch in den 90er Jahren, klar, das war, war super wenig. Später wurde dann umgebaut und heute noch immer, wenn man mal bei Mobile schaut, die sind relativ teuer. Also zwischen 3.000 und 6.000 Euro kostet so ein Auto, was dann immerhin 20 Jahre auf dem Buckel hat. Und Laufleistungen, die weit über 100.000, also 200.000, 300.000 ist überhaupt gar kein Problem. Okay. Oft noch die erste Batterie. Mhm. Also das ist schon was Besonderes. Ja gut, nicht umsonst so bekannt für den Hybridantriebsstrang. Hier kann man reingucken, so sieht das im Prinzip aus. Ja. Hier haben wir mal den Motor aufgeschnitten. Also das ist ein ganz normaler Motor, ein Benzinmotor, Kolbenmotor. Dann hat man hier unten die Generatoren drunter und hier, da sieht man, dass damit wird gebremst und Energie gewonnen. Und bei einem, wenn man mit einem Hybridfahrzeug fährt, bremst man in der Regel mit den Motoren, mit den Elektromotoren und nicht mit den Bremsbelägen, was dazu führt, bei uns halten so Bremsbeläge und Scheiben oft 140.000, 150.000 Kilometer, dann sind die aber vom Alter her manchmal durchgerostet, weil sie nicht benutzt das werden. Das sieht man öfters. Genau, weil die gar nicht bremsen und dann verstehen unsere Kunden nicht, wieso. Die sind doch noch gut, die Belege. Ja. Und wir sagen, aber nach 10 Jahren muss man die austauschen. Ist halt ein Sicherheitsfeature. Ist, genau, wenn man einmal richtig reintritt bei einer Vollbremsung auf der Autobahn, dann sollte sie auch funktionieren. Genau. Jetzt kommen wir zu ganz besonderen Autos. Das ist ein Terzl, war damals das Standardauto für jeden Jäger. Der musste den haben. Ist ein echter Offroader, sieht man die Haube da, das sind die Instrumente aus dem Landcruiser mit Neigungswinkel, mechanisch natürlich. Aber der kam überall durch. Man hatte hinten eine Gitterbox drauf, wo das Wildschwein reingehabt, das erschossene. Ja, ist auch Platz hinten, ne? Ja, man kam überall durch, Allradantrieb zuschaltbar. Also das war wirklich State of the Art, ein echtes Offroad-Fahrzeug. Sieht von außen aus wie ein PKW. Ah ja, da sieht man im Interieur jetzt auch die Anzeigen, die Offroad-Anzeigen, ja. Das ist was ganz Besonderes hier, das ist der Fun Cruiser, der vor 30 Jahren auf den Markt kam und das allererste SUV der Welt war. Der sieht ein bisschen aus wie ein Offroader, ist aber keiner mehr. Der hat zwar noch einen Allradantrieb, aber hier war das Ziel, ein Auto in der Optik eines Offroaders, ein Spaßfahrzeug zu bauen. Und der begründete, das ist der Fun Cruiser, hieß er damals, heute heißt er RAV4, er hieß dann auch später RAV4, ein extrem erfolgreiches Auto, war auch mal das meistverkaufteste Auto der Welt, der RAV4. Hier kann man die Dächer rausnehmen, nach hinten reinklappen, also da war spannend Spaß im Vordergrund. Okay. War so ein bisschen Strandbuggy, sehr kurz, den gab es in lustigen Farben mit bunten Beplankungen, in witzigen Lackierungen. Und fahren noch gut rum, also ich sehe immer wieder welche auf der Straße. Gab ja dann noch eine lange Version davon, eine viertürige, dann hinten das Rad hinten drauf. Genau, Und jetzt kommen wir zu unserer Ikone, nicht der IQ, das ist eine Rennversion hier, aber hier ist die wunderbare Land Cruiser-Ecke. Ja. Und da haben wir verschiedene Modelle aufgebaut. Die liebe ich. Das ist so ein richtig robustes Arbeitstier, wenn man an die Radnarben guckt. Ja. Dieser Unzerstörbarkeitsmythos, den man hier sieht bei dem Kollegen, der so ein bisschen Öl von sich gibt. Aber allein diese massive Front mit dem Schutz hier, mit den 4 Scheinwerfern, das sieht einfach so massiv Offroad aus. Wenn jemand einen Offroader malt, sieht das so aus. Kommt dann auf dieses, Kommt da so raus. Das ist gebaut für die Ewigkeit, sind
immer noch teuer, auch alte Autos. In allen Pflegezuständen sind sie teuer. Mhm. Also sehr gut gepflegt sind sie natürlich teurer. Ja. Aber selbst wenn einer, ich hatte mal beim Händler gefragt, da war das Armaturenbrett von der Sonne ganz aufgeplatzt. Okay. Und er wollte dann noch über 25.000 Euro für haben. Da sage ich, hallo, das Armaturenbrett kaputt. Sagt er, ja und? Technik 1A, was willst du denn mehr? Mhm. Das Auto fährt noch 30, 40 Jahre. Na ja. Also das ist dann schon, allerdings natürlich mit dem Dieselmotor ist der Aspekt der Steuern nicht zu unterschätzen. Ja gut, das darf man nicht vergessen heutzutage. Ja. Und das ist hier das Auto von Roger Moore, was er in seinem Ferienort in Crans-Montana hatte, ein Ferienhaus. Und er wollte ein Auto haben unbedingt, was so aussah wie ein englischer Offroader, aber er wollte keinen englischen Offroader haben. Warum? Das können wir ihn leider nicht mehr fragen. Aber deswegen... Man erkennt leicht, in welche Richtung es gehen sollte. Ja, genau. Das kann man erkennen. Und der Herr Pichert hatte den damals durch Zufall in Zahlung genommen und sieht in den Papieren Roger Moore und hat ihn dann Gott sei Dank behalten. Und wir haben natürlich noch die Originalpapiere, liegen allerdings bei uns im Tresor. Ja, aus gutem Grund. Und ja, das war sein Auto. Schöne Farbe hat er ausgesucht. Also sieht sehr elegant aus, also ist auch ein Riesenauto, auch für die damalige Zeit. Also ist schon echt groß. Ja, das stimmt. Und ja, ein echter Offroader. Ja, und dann kommen wir hier zu den älteren Toyotas. Und wenn man da drauf guckt, kann man natürlich erkennen, dass die Japaner sich die eine oder andere Anleihe schon mal bei den amerikanischen Kollegen geholt haben. Das war immer deren großes Vorbild, Amerika. Ja. Und damals war natürlich das Vorbild das Standardauto. Aber dieser fährt auch noch oft rum, ist richtig, richtig teuer, aber auch absolut unzerstörbar. Gibt es in der Benzin- und in der Diesel-Variante. Sehr lustig zu fahren. Wir haben noch einen als Cabrio, den wir gerade verliehen haben an ein anderes Museum. Mhm. Ist natürlich, sagen wir mal, zum Fahren nicht gerade nur bequem, aber... Ja gut, aber das kennt man ja auch von anderen. Macht was her. Ja, der, auf jeden Fall. Das ist in dem Fall der Diesel, das steht sehr groß drauf. Ja, das ist der Diesel, genau. Hier ist ein Benziner, ein Achtzylinder, der ist ein bisschen geschummelt, weil der Achtzylinder ist ein Chevrolet-Motor. Deswegen heißt er Cheviota. Okay. Den hat der Herr Pichert aus Amerika mal mitgebracht. Auch coole Farbe. So wie man das in Amerika halt mag. Ja. Der heute natürlich hier nicht so ganz einfach auf die Straße zu bringen. Mit Thema Fußgängerschutz, ne? Fußgängerschutz. Man hat auch oben, wenn man da mal fährt, müssen wir immer so ein Heizungsrohr, so ein Isolierding da machen. Okay. Weil der Kopf ist genau neben dem Eisenverstärkung da oben. Da reicht ein Schlagloch und dann kriegt man aber richtig einen von der Seite mit. Also deswegen. Da ist man wieder wach. Da ist man wieder wach oder. Es gibt ja heute die Aufmerksamkeitsassistenten. Das ist der ist da integriert, genau. Mechanisch. Ja. Da gibt es dann mal. Das gab es damals schon. Hier nochmal ein Land Cruiser, den sieht man ganz, ganz selten in Deutschland. Wollte ich gerade sagen, den habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Gibt es jetzt in beige rot diese Farbe, ein Kunde, der öfter hier ist, hat ihn in beige blau und der hat einen Anhänger dran, was das Hinterteil des gleichen Autos ist. Das sieht sehr lustig aus, wenn der kommt. Aus, ja. Der besucht den immer regelmäßig. Unser Feuerwehrauto. Der sieht richtig cool aus. Da ist hinten drin ein VW Käfermotor, den man rausnehmen kann. Das ist die Pumpe, die Wasserpumpe. Da kann man mit vier kräftigen Männern. Der sieht toll aus. Oh. Ach ja. Ist jetzt arretiert. Aber man wird dann hier diese Streben. Mhm. So heben die beiden vorderen das an. Und dann geht es los mit der Pumpe zum Teich. Dann werden die Rohre hier angeschlossen und dann wird der Motor gestartet. Ich glaube, sogar mit der Hand kann man den starten und dann pumpt er das Wasser. Wollten wir immer mal wieder funktionsfähig machen, weil die Schläuche alles in einem super Zustand ist. Aber unsere Mechaniker sagen so, oh, muss ich das in unserem Motor? Also, die sind da nicht so wild hinterher. Also. In dem Originalton wahrscheinlich. Ja. So, hier auch noch ein Land Cruiser, den kennt man auch. Busch Taxi wird immer noch gebaut. Den habe ich sogar als Modell. Ja. Wir waren gerade, hatten das Busch Taxi Treffen mit 1400 Land Cruisern und das beeindruckendste Auto fand ich, das ich gesehen hatte, der hatte eine Stoßstange, die wirklich so dick war aus einem Rohr. Okay. Und da sagte ich, puh, die ist aber massiv, wofür braucht man so eine Stoßstange? Sagte er, ja, das ist der Wassertank. Ach so. Der hatte 40 Liter Wasser oder sogar mehr da drin und konnte das Wasser aus der Stoßstange nach hinten in den Innenraum pumpen. Ach was. Als Trinkwasser oder Zähneputzen. Okay. Also eine pfiffige Idee, aber das ist dann wirklich, wenn man sehr lange unterwegs ist, dann kann das helfen. Aber Notreserve, da waren Autos, die hatten Solarzellen obendrauf, noch zusätzliche Wassertanks, Benzintanks, Dachzelte. Also was für den Einsatz. Oh, was die da mitschleppen, das ist einfach Wahnsinn. Krass. Und dieses Auto war mal in Syrien, als es noch ging. Aha.
Heute gibt es ja auch noch welche da in Syrien, aber die haben für ein anderes im Schilde als Urlaub zu machen. Was fehlt? Das ist der Benziner Toyota in Blau, das Cabrio, das gerade mal wieder verliehen ist. Ja, okay. Also weil wir tauschen uns mit anderen Museen aus. Und hier haben wir was ganz, wenn man drin schlafen will, ist das was ganz Bequemes. Man kann das zu einer Ebene machen. Und das sind sehr flauschige Sitze. Also man schläft da sehr bequem drin. Es wäre nur, Model F heißt der. Das Problem bei dem Auto ist, man möchte damit keinen Auffahrunfall haben. Auch noch nicht mit einer kleinen Säule, weil der Fuß ist also wirklich direkt draußen. Also Crashbox und sowas war da noch ein Fremdwort. Und zur Wartung, das hat jeden Mechaniker wahnsinnig gemacht, musste man hier das öffnen, den Sitz nach draußen klappen und dann kam man hier an den Motor dran. Den Sitz nach draußen klappen? Also das ist schon, also... Bisschen aufwendiger. Das ist ein bisschen aufwendiger, also da musste der Mechaniker wirklich flinke Finger mitbringen. Das ist wirklich die große Kunst, diese Autos ständig in Betrieb zu halten. Da muss man die eigentlich immer fahren, aber wenn man so viele hat, klar, ist das schwierig, nicht so einfach. So, aber jetzt kommen wir hier zu einer Ecke. Der ist jetzt mal gerade hier reingerutscht, weil eigentlich sein Kollege, der S1000, das ist der rote, müsste hier hin. Okay. Denn wir nennen das immer, das ist die europäische Ecke. Damit, wo Toyota den Erfolg eigentlich begründet hat. Kleine, schlichte, sparsame Autos, die sehr zuverlässig waren, sehr praktisch, Kofferraum, große Klappe hatten, also wirklich gut zu benutzen, leicht zu beladen. Mhm. Aber sie waren auch so ein bisschen schlicht, sag ich mal. Hier der Corolla. Mhm. Das war noch so aus den 70er Jahren, also sind ja ganz kleine Autos mit riesen Scheiben, wenn man heute die Autos sieht, ich meine, der geht mir mal gerade hier bis zur Brust, ist natürlich alles klitzeklein mit riesen Scheiben und so, zweitürig, damals ein Sprinter oder Coupé genannt, aber ganz kleine Autos brauchten wenig Parkraum. Mhm. Das ist ja heute ein Thema. Ja. Das ist heute ein Thema, also wenn man heute auf den Parkplatz geht, ist man schon froh, wenn man seine Tür so... Spalt aufmachen kann, dass man da noch gerade rauskommt. Ist hier, man kann das hier draußen bei uns auf dem Parkplatz sehen. Wir mussten vor 4-5 Jahren haben wir unsere Parkplätze verbreitert, weil unsere Autos echt nicht mehr drauf passten. In Stuttgart bei uns am Bahnhof gibt es gegenüber ein Parkhaus, das ist sehr alt. Da mussten sie jetzt aus 2 Parkplätzen auch 1 machen. Mhm. Nicht nur wegen der Breite, sondern auch wegen dem Gewicht. Die ganzen Elektroautos, die so schwer sind, ist auch ein Thema, wo man dran denken muss. Und jetzt sind die Parkplätze so breit, dann kann man noch einen Kinderwagen neben dran stellen, einfach weil sie das nicht mehr so viele Parkplätze anbieten können. Das ist ein Unterschied, ob ein Leichtgewicht draufsteht von früher oder ob natürlich ein 3,5 Tonnen Elektropanzer draufsteht. Ja, und heute sind ja die Autos, die PKW so schwer wie früher Nutzfahrzeuge. So ist es. Ja. Naja, das ist also eine echte Herausforderung. Also ich bin mal gespannt, ob der Trend sich mal umkehren wird. Bei Elektroautos ist ja nicht so einfach. Nicht so einfach, aber ich denke schon. Bei den Handys war es auch so. Genau, erst wurden sie immer größer, dann wurden sie wieder kleiner. Ja, da sind sie hier, unsere Starlets. Ja. In verschiedenen Generationen. Ich glaube, das müsste der älteste, zweitälteste, dritte, also der jüngste sein. Ja. Ja, den hatte meine Mutter mal tatsächlich. Hat sie mir erst ein Bild gezeigt in Blau. Also und die Starlet-Kunden sprechen alle eigentlich mit Wehmut von dem Auto. Ja. Weil alle verbinden da was, die haben den lange gefahren. Ja. Oft in ihrer Jugend war ein teuer Begleiter für die erste Urlaubsreise und so. Und da haben wir schon wirklich viele gehabt und kam, ist der Starlet mein erstes Auto. Und sieht auch schon wieder kultig aus. Ja, und vom Design her, also eigentlich ein ordentlich schlichtes Auto. Genau. Ja. Große Rücklichter, klare Linien, riesen Scheiben natürlich. Ja. Ich meine, das stimmt. Das war damals. Kennt man so. Heute gar nicht mehr so. Nee, ja. Heute werden die immer kleiner. Die Seitenscheiben, wenn man das mal sieht, wir haben ja ein CRR. Bei einem CRR ist eine Scheibe die Hälfte. Das stimmt. Aber hier konnte man bequem hinten drin sitzen. Man hatte eine tolle Sicht nach draußen. Damals hier zum Aufklappen natürlich die Fenster, weil man ja keine Tür hinten hatte. Hier eine sehr schmale A-Säule natürlich, die C-Säule klitzeklein und dann ja eine Seitenscheibe, die bis nach ganz hinten geht. War natürlich auch noch nicht so viel Technik drin wie heutzutage. Heute ist ja überall alles voll mit Kabel und Assistenten und... Also das Einzige, wo es besser wird, das hat mir jetzt ein Designer erzählt, sind die Rücklichter, die früher immer dicker wurden, dadurch immer weiter in den Kofferraum reinkamen. Die werden jetzt kleiner, weil die Leuchtmittel nicht mehr so groß sind. Und dadurch hat man ein bisschen Platz mehr hin. Aber man hat natürlich viel, viel mehr Technik, Sensorik, Kamera. Das ist es halt, ja. Ja, den kennt man auch. Also, den kennt man. Aber sieht man den schönen Unterschied zwischen diesen eckigen Augen und daneben ist es deutlich moderner. Ne? Ja.
Wo liegen die aktuell, wenn man das in einem guten Zustand so einen möchte? Sind super circa selten zu kriegen. Ja, sind also selten, ne? In so einem Zustand, also wir hatten mal einen hier gehabt, den haben wir wieder abgegeben, aber für 1.000 Euro, der war aber komplett verbastelt. Ah, okay. Also wenn man einen kriegt, hat man vielleicht Glück für 4.000, 5.000 Euro. Mhm. Aber da muss man, muss die man Zustände Glück haben, sind ne? meistens echt schlecht. Mhm. Das sind ja Arbeitstiere gewesen. Ja. Ja, auch das, das Innenleben. Also die Sitze auch, wie die aussehen. Ja, jetzt haben wir hier zwei besondere Autos, die stehen jetzt nebeneinander. Da kann man, ich will jetzt nicht sagen, schön neben hässlich, aber sagen wir mal schlicht. Du hast eben gesagt, so wird ein Kind oder wird man ein Geländeauto zeichnen. Ja. Wenn man ein Kind sagt, zeichne mal ein Auto, landet man bei der Form. Motorhaube, Dach, Kofferraum. Ja, das genau. ist. Der sieht ja aus wie ein Lada, wie ein Fiat. Wie, ja. So sahen damals die Autos aus. Das waren sie halt, die Dinger. Die Front ist ein bisschen anders, aber so das andere ist, oder es gab Renaults, die so ähnlich ja, aussahen. Ja. Wenn man den vorderen Teil weglässt, könnte es original auch ein anderes Auto ja, sein. Ja, damals gab es auch noch nicht so viele Möglichkeiten, das Blech zu pressen. Mhm. Also hier ist sogar so eine Sicke drin, das ist schon richtig ungewöhnlich, weil oft waren die Türen einfach zack, ganz gerade. Stimmt, ja. Und heute, wenn man mal sieht, was die an den Autos da zaubern, das ist ja Wahnsinn. Also ja, mittlerweile muss man ja auch an Luftströme und alles denken, das war ja alles kein Thema früher. Heute hat noch mal eine Tür, so eine kleine Designlinie, damit die Luft noch mal genau. nach oben gehen kann. Ja, und oft ist das zum Beispiel die Kühlung der Bremsen oder der Felgen. Oder sowas. Sind da solche Sachen, solche, das hat man damals. Die Geschwindigkeiten waren niedriger, die Belastung war niedriger, weil das Auto leichter war. Ja, und hier kommen wir jetzt zu den wunderbaren amerikanischen Autos. Und da sieht man den Unterschied zwischen das eben Europa, schlicht, einfach, sparsam, praktisch. Und jetzt kommen wir zu den Amerikanern. Groß, chrom, schick. Und Platz spielte damals schon keine Rolle. Und das stimmt. Da hat man, sieht man wieder die Japaner, die so ein bisschen geäugelt haben nach Japan. Die Pony-Cars hier, das sind, sieht man da, die Spitze vorne, die Doppelscheinwerfer. Da hat man ein bisschen sich was abgeschaut drüben in Amerika. Den fahren wir ganz oft auf Rallyes. Ist einfach, wenn man mal mit dem auf der Autobahn fährt, kriegt man immer, winken einem die Leute zu, finden sie super cool. Fährt wirklich toll, ist ein echt schickes Auto. Der ist dann aber auch nicht ganz billig. Okay. Da gibt es eine andere Variante von der GT, dann ist man schnell bei 30.000 Euro. Alles noch im Rahmen, aber muss man auch erstmal haben, das Geld für ein Hobby. Das ist auf jeden Fall. Den wollen wir mal fertig machen, weil der sehr spektakulär aussieht. Der sieht cool aus, ja. Und der ist, ich weiß jetzt nicht, war das nicht viel dran zu machen. Der hat ein bisschen mehr PS, wenn ich es richtig im Kopf habe. Naja, 90 PS, hat einen 2-Liter Motor drin. Allein das auf der Motorhaube, diese Erhöhung, sieht schon toll aus. Das ist nun wirklich ganz amerikanisch. Ja, ich wollte gerade sagen, da kommt aber doch ein sehr bekanntes Auto durch ein bisschen. Ja, also das ist wirklich, aber die hatten natürlich nicht so große Motoren wie die Amerikaner drin. Die, die hatten ja immer Achter schon. Small Block, Big Block und sowas. Das gab es bei Toyota nicht so. Ein 8-Zylinder wird man da vermissen. Das war dann auch damals zu teuer für einen Toyota. Also wenn man da ein teures Auto gekauft hat, hat man da nicht zwingenderweise an Toyota gedacht. Hat sich jetzt ein bisschen, wir sind noch immer ein günstiger Hersteller, aber deswegen hat man die Marke Lexus eingeführt, dass man halt nach oben auch was hat, was einfach für Leute ist, die einfach mehr Geld ausgeben wollen für ein Auto. Ja, man bekommt ja auch am Ende ein bisschen mehr. Wir sind der einzige Hersteller, der 15 Jahre Garantie gibt. Macht kein anderer auf der Welt. Das stimmt. Ja, das ist jetzt leider die Rennabteilung. Die Rennabteilung ist leider ein bisschen zugebaut. Ralf Schumacher ist ja mal für uns Formel 1 gefahren. Und die haben wir so ein bisschen mal das zusammengestellt, was wir so machen. Oder gemacht haben. Formel 1, das war die Zeit von Ralf Schumacher. Le Mans. Das ist der modernste so. Genau, ist der modernste. Dann, das war so ein Vorgänger der aktuellen Le Mans-Serie. Der dann aber sehr schnell vom Markt genommen worden ist, also davon, weil diese Rennserie mit dem Abheben, da ist mal ein sehr spektakulärer Unfall passiert. Die hatten zu wenig Anpressdruck, das musste man dann ändern. Ja. Und dahinter dann war unser Yaris, da hatten wir einen Cup für Händler. Klingt, wenn man damit fährt, wie ein Rennwagen, schon bei Tempo 40. Man guckt dann auf den Tacho und man denkt, man hat 200 drauf, aber es sind nur 40. Okay. Aber der hat 115 PS, das war natürlich auf dem Nürburgring. Da musste man sich meistens am Rand aufhalten, weil die anderen Kameraden kamen von hinten deutlich schneller an. Und dahinter ist ein WRC-Fahrzeug. Ja, auch Yaris, ne? Das haben wir als Leihgabe bekommen, ist ein Yaris, genau. Jetzt die neueren sehen nochmal ein bisschen anders aus, aber der ist jetzt noch nicht so alt, ist aber
Ja. Den neuen kennen wir natürlich alle, durch den GR-Jahres auch schon allein. Und das ist ja eigentlich unsere Kollegen in Finnland, die haben ja auch diesen GR-Jahres, die haben den ja entwickelt. Ja. Und ich hatte mal einen Ingenieur, als wir den neuen Land Cruiser vorstellten, gefragt, sag mal, warum habt ihr den Allradantrieb nicht im GR-Jahres selber gebaut? Sagte er, Land Cruiser, kein Problem, bauen wir euch. Hilux bauen wir euch auch. Aber er sagte, so ein Allrad, der so leicht und so flink ist, mit einer Kupplung im Kardan drin und elektronisch so verteilt, er sagte, da fehlt uns das Know-how. Das ist auch Rennen und das andere, Land Cruiser ist halt Belastung, Kraft, ewig haltbar. Und er sagt, die Voraussetzungen sind hier so anders, dass sie gar nicht die Tools haben, um die elektronischen Steuerungen zu entwickeln und sie gar nicht das Know-how haben. So, wieder was Besonderes. Damals noch Toyota Motor Sport GmbH, oder? Genau. Toyota Motorsport GmbH, TMG. Heute heißt es eine TGRI, Toyota Gazoo Racing Europa. Ja. Sind gegenüber. Und das haben sie mal so gebaut. Matt. Prototyp, matt. Echt schweres Auto, wiegt glaube ich 2,4 Tonnen, aber 650 PS. Und wie man am Aufkleber sieht, war da wohl jemand mal mit in der Schweiz. Der hatte wahrscheinlich sehr viel Spaß damit. Also echt spektakuläres Auto mit Notausschalter und sowas. Basis ist der LS, oder? Ein LS ist es, genau. Carbon-Spoiler. Ja, da wurde an allem, was gut und teuer ist, nicht gespart. Da wurde da einfach probiert, was mal möglich sein könnte oder sein kann oder einfach zum Zeigen, was man... Also man hat jetzt bei diesem nicht so, aber hinten der IQ und es gab auch Corolla-Kompressorenmotor, die hat man dann ausprobiert und die wurden dann auch in Serie gebaut. Die haben dann aber Motorkomponenten dran gebaut, auch schon mal Anbauteile jetzt nicht so, da gab es andere Anbieter, die das dann größer gemacht haben, J-Sport. Ja, gut. Oder TRD aus Japan oder sowas. Ja. Aber die haben Technik viel gemacht und machen heute auch noch im Bereich Wasserstoff sind die zugange drüben und GT4 Supra bauen sie, verkaufen die an Kundensport. Und das machen sie. Sie haben sich deutlich mehr geöffnet für den Kundensport und für kundennahe Entwicklung. Okay. Ja, schöne Sitze, hinten auch hinten Schalensitze drin. Also hinten Schalensitze ist nicht oft. Damit konnte man schon Wiesel flink fahren. Ja, Notausschalter noch vorne, da sieht man. Ja, die sind damit öfter auf dem Nürburgring rumgefahren. Ja. Isolde Holderit war dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier alles so für die Großserie abnehmfähig gewesen wäre. Ja, das ist ja quasi sein kleiner Bruder. Der konnte vor allen Dingen weit fahren, 1 Million Kilometer. Und der hat dann auch diesen High-Mileage-Aufkleber. 1 Million Kilometer. Und das ist noch der erste Motor. Und wir haben ihn von einem holländischen Außendienstmitarbeiter gekauft. Der hat da quasi drin gelebt. Da würde ich immer sagen, man kann sich reinsetzen. Ich würde aber sagen, ihm merkt man die 1 Million Kilometer an. Okay. Und wenn man jetzt so beim Anfassen von Lena so ein bisschen spielt, ich würde sagen, nee, man setzt sich in ein anderes Auto. Das ist schon, das hat echt Patina. Sera. Ja, das ist der meistgebaute Flügeltürer der Welt mit 16.000 Exemplaren, weil das liegt da, es gibt nicht so viele Flügeltürer. Das stimmt. Und der Mercedes SL ist das, glaube ich. SLS, ja. SLS ist nicht so häufig gebaut worden. Nein, aber ja, der ist mal von Japan hierher gebracht worden. Aber 16.000 klingt auch sehr viel, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ja, das war schon eine Hausnummer. Und man kann hinten das Rallye-Instrument sehen, weil damit fahren wir auch auf historischen Rallyes. Und eine Flügeltür. Er hatte halt ein bisschen viel Glas. Ja. Und dann hat man das so nachträglich so eloxiert, damit das nicht so klar ist. Da hat man aber noch eine Klappe nachher reingemacht, weil das so heiß da drin wird. Ne? Also er hat zwar eine Klimaanlage. Sauna. Aber das ist Einstieg schon, geht, ne? Ja, ja, Einstieg das ist okay. Alles okay. Ne? Also auch im Parkhaus, die Breite ist jetzt von der Tür, geht noch. Und die Höhe ist jetzt auch nicht, wenn man eine elektrische Heckklappe hat. Mir ist das schon oft passiert. Ja. Ich mach das auf und boing. Hier haben wir mal einen Corolla, das ist auch ein Kind der 80er Jahre. Ja. Damit hatten wir viel Erfolg. Aber hier, das würde ich dir gerne zeigen. Ach ja. Das ist das allererste Auto, was Herr Pichert verkauft hat. Ist in einem super Zustand. Ja. Er hat das schon wieder so hingekriegt. Wir werden dieses wunderbare Stück in Ehren halten, weil er hatte das 1971 verkauft, wenn ich mich recht entsinne. Und wieder zurückgekriegt. Und dann hat es, irgendwann ist ihm wieder das über den Weg gelaufen und dann hat er ihn zurückgekauft. Und innen drin, also ich will jetzt nicht sagen Schalensitze, aber integrierte Kopfstützen, das war schon was ganz Modernes. 1,2 Liter, 58 PS und Spitzengeschwindigkeit 148.
Ja. Das war für so ein kleines Auto also ziemlich modern. Die neuen Elektroautos sind auch bei 160 gespiegelt. Der war seiner Zeit voraus. Ja, ich glaube, beim Verbrauch, da war er allerdings sehr großzügig für die Leistung. Da hat er sich, glaube ich, weiß nicht, Verbrauch, aber ich würde mal sagen, 8-9 Liter war überhaupt gar kein Problem mit. Das ist schon sehr viel, ja. Und da war noch nicht Klimaanlage drin und das und jenes und sowas. Also das ist, die Technik war eingeschränkt und die Motorentechnik war einfach noch nicht so weit wie heute. Also im Prinzip, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, der erste verkaufte Toyota in Deutschland. Von Herrn Pichert. Von Herrn Pichert. Es gab vorher schon in den 60er Jahren sind welche verkauft worden. Ganz, ganz wenige, die auf Umwege hier reingekommen sind. Der allererste soll ein Crown gewesen sein. Anfang der 60er, der auf grauen Wegen irgendwo hierher gekommen ist. Und dann der Corona, das war ein bisschen vorher, den wir da hinten gesehen haben, Ende der 60er. Aber das hat man dann wieder vom, das hat nicht geklappt. Man hatte keinen Händler und dann hat man das nochmal aufgegeben und dann... Richtig fing es an mit diesen, als Toyota Deutschland gegründet wurde, als wir Händlernetz, aber das waren in der Regel Tankstellenpächter, ist man hingegangen und hat gesagt, Mensch, willst du nicht ein paar Toyotas verkaufen? Dann hat man 4 Autos hingestellt, wenn die nach 2 oder 3, 4 Wochen weg waren, kam man wieder und dann stellen wir immer 6 hin. Und irgendwann gesagt, okay, dann mache ich ein Dach drüber und so fing das an. So und deswegen waren am Anfang alle unsere Autohäuser eigentlich Tankstellenpächter. Okay. Bei vielen anderen Importeuren auch. Also ja, irgendwie muss man ja mal anfangen, ne? Damals hatten ja Tankstellen, hatten immer eine Werkstatt dabei. Genau. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Selten. Also bei uns gibt es tatsächlich noch welche, die das so handhaben. Weil ich das Ganze die verkaufen sogar Autos. Ah, okay. Also natürlich keine neuen mehr, sondern das sind dann meist gebrauchte, aber... Ja, dann haben wir hier noch den i86, ganz besonderes Auto, Kinostar. Kinostar? Ja, er sieht aus wie ein normaler Corolla. Ist aber ein heckangetriebener Corolla mit 125 PS. Okay. Und mit dem zu driften ist wirklich sehr, sehr leicht. Also das ist wirklich, ich will nicht sagen, dass es jeder kann, aber eigentlich mit ein bisschen Übung schafft es jeder, den Wagen zum Driften zu kriegen. Okay. Er hat eine super Balance, kommt gerade von einem Einsatz, deswegen müssen wir nochmal sauber machen. Ach so. Und er spielt eine Hauptrolle in einem japanischen Comic und in einem Film. Da geht es um einen Junge, der davon träumt, die Serpentinen mit einem Auto zu fahren. Ja. Und sein Vater schenkt ihm dann so ein Auto und er fährt immer diese Serpentinen und wird nachher ein berühmter Rennfahrer. Ah, okay. Gibt es ganz diese tolle Comic-Serie und für Kinder ist das immer noch ein Held in Japan. Gibt es auch noch ein bisschen Coupé-artiger. Mhm. Das ist die Variante da. Also wenn man da mal mit gefahren ist, man sieht es ihm nicht an, aber es ist ein unfassbar faszinierendes Auto. Weil man, wir sind über Flugplätze schon gefahren, man sagt einem, steig ein, dreh mal. Ja, ja. Und ruckzuck fangen die an zu driften, die Leute. Das ist wirklich toll. Ist da auch ein bisschen teuer geworden, also der liegt dann auch schon ein bisschen höherpreisiger. Auch da auch gute Exemplare, halt leider selten, weil meist verbastelt. Das ist halt das Problem, Da legt gerne mal Hand an und wird verbreitert und Spoiler und sowas. Aber dieser ist noch fast ganz original. Also die Zweifarblackierung, die ist mal nachgemacht worden, diese schwarzen Streifen. Okay. Aber ansonsten ist er original. Und ich habe erst gedacht, das ist ein Luftauslass, weil das so dunkelschwarz ist. Ja, ja, das ist halt. Ich meine, die Lackierung ist erstaunlicherweise schon älter, aber sie sieht wirklich aus, als wenn sie gestern gemacht worden ist. Ja. Also, glänzt noch richtig, Das ist so ganz tief schwarz. Ja. Also mir wäre es lieber, es wäre so ein bisschen mehr Patina dran, aber... Ja, würde halt echter aussehen. Ja, genau, das sieht halt ein bisschen sehr nachträglich dran gemacht. Aber zum Thema Umbau haben wir hier ein ganz besonderes Schätzchen. Kommt wieder amerikanisches Feeling rüber. Amerika durch und durch. Vom Interieur, da haut es einen wirklich um. Das haben wir hier mal zugemacht. Mit den Würfeln, die von... Ja, das hat ja was Besonderes zu bedeuten, glaube ich, hat mir mal jemand gesagt. Aha. Das geht nicht mehr. Sieht nach 8 Zylinder aus, ist aber ein 4 Zylinder. 4 Zylinder, 2 Liter, ein GT-Motor. Mhm. Oh, sportliche Sitze. Eieiei. Der Kollege, der das Auto hat, ist ein auberginefarbener Lack, sehr aufwendig gemacht. Für euch sieht es wahrscheinlich schwarz aus, aber.
Ja, es sieht eigentlich schwarz aus, aber wenn ganz helles Licht drauf ist, dann sieht man. Aber der hat hier wirklich alles umgebaut. Aber das ist dieser berühmte GT-Motor, der im 2000 GT so ähnlich aussieht. Nur dann mit zwei Zylindern mehr, aber nicht wesentlich länger, weil beide haben ja, also der hat jetzt auch 2 Liter Hubraum, aber das ist die Sportvariante. Und da gibt es natürlich einen Riesenhorn da drin. Er hat das hier verchromt und also es gibt Licht. Sieht man das irgendwo? Sieht man da hier so Traktorenlampen? Heute würde das natürlich alles LED. Ja, gut, klar. Heute. Aber der hat sein gesamtes Geld in dieses Auto reingesteckt. Ja, ich würde den Vorbesitzer mal gerne treffen, ob es ihn noch gibt. Aber er hat das so er hat sogar einen Fernseher drin, der auch noch funktioniert. Krass. Aber der hat nur ein analoges Signal. Man konnte zum Schluss nur noch Radio hören. Ja, okay. Aber da sieht man mittendrin, hat er einen Fernseher. Das war schon damals ganz großes Kino. Und diese Sitze waren natürlich... Ja, die sind cool. Das ist natürlich echt speziell. Das fühlt sich auch... Ja, ja, aber sowas liebe ich. Wenn wirklich Leute ihre Autos verschönern oder nach ihrem... Ja, sag ich mal, nach ihrem Geschmack veredeln. Das sind halt dann Leute, die einfach Autos lieben. Mhm. Und nicht mehr heute einfach Leasing und ich fahre den 4 Monate, dann gebe ich ihn wieder weg. Ab. Ja. Ja. Das ist so, geht so ein bisschen unter heutzutage. Ja, ist halt oft nur noch ein Nutzgegenstand. Ja. Da haben wir manchmal Leute, die in solche Autos 8 Zylinder einbauen und sowas. Und passt zur Form. Ja, genau. Aber da muss man halt viel Geld und viel Herzblut. Das stimmt. Geld darf bei Autos keine Rolle spielen. Also da kann man einen Geldgrab draus machen. Das ist oft geht so. Relativ einfach. Ja. Ja, ja. Ja, aber solche Orte sind wichtig, dass es solche Orte gibt, wo die Autoliebhaber sich ein bisschen connecten können, treffen können. Und es ist, wenn wir hier sind, es gibt ein Teil der Fraktion, das sind die Älteren, da sind auch viele dabei. Aber es gibt mittlerweile immer mehr junge Leute, auch durch unsere GR-Modelle. Und da würde ich sagen, mittlerweile ist das Klientel eher so zwischen 30 und 40 durch die Sportwagen einfach. Mhm. Und die Älteren, die sind dann eben, die kommen mit dem alten Corolla vorbei oder einem Cressida und sowas. Ja. Weil das auch nicht mehr die, also jüngere Leute suchen ja immer nach den Autos ihrer Jugend. Mhm. Und jetzt 70-Jährige oder noch älter, die kennen halt noch den Crown, den Cressida. Ja. Aber wenn jetzt jemand damals seinen Führerschein gemacht hat in den 80er Jahren, dann war das für den ein Corolla bei uns oder bei anderen Herstellern vielleicht ein Golf GTI sein Traumauto. Mhm. Und der holt sich jetzt, wo das Geld ein bisschen vielleicht mehr geworden hat, was gespart hat, dann holt er sich den Traum seiner Jugend. Aber der wird sich nie ein Vorkriegsmodell holen oder aus den 50er oder 60er. Ja. Der hat keinen Bezug dazu. Ist so. Und ich bin mal gespannt, wie das ist mit den neuen Autos, die wir jetzt auf der Straße sehen, ob die in 20, 30 Jahren da von irgendwelchen Sammlern noch gefahren werden. Also, ja, vielleicht, weil man doch eine Erinnerung hat an den Vater, weil der das Auto hatte. Genau, oder die Oma, vielleicht sowas dann. Ja. Ja, hier sind wir bei einem ganz besonderen Auto, der Century. Mhm. Das ist der luxuriöste Toyota, den wir hier kennen. Es gibt noch einen anderen, Wellfire, aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist die Limousine schlechthin, des Kaisers Fahrzeug. Er fährt heute noch den Nachfolgergeneration und er ist der Einzige, der ihn noch mit 12-Zylinder fahren darf. Es gibt nur ein einziges Exemplar davon. Schön. Dieser ist ein 12-Zylinder, 5 Liter Hubraum, völlig vibrationsfrei, wenn man den Motor anmacht. Schön laufruhig. Das ist unfassbar. Mhm. Und er hat einen Linkslenker, weil damals kam mal der Herr Toyoda nach Europa und dann kam der Botschafter an mit einem rechtsgelenkten Century und er sagte, wie kann das sein, dass ein Japaner in Europa mit einem rechtsgelenkten Fahrzeug fährt? Und da wurden dann 40 Fahrzeuge für die Botschafter in Europa gebaut mit Linkslenkern. Später gab es dann noch welche, weil unsere Kollegen in Arabien wollten auch so ein Auto haben und da hat man ein bisschen mehr davon gebaut. Aber das ist wirklich ein absolutes luxuriöses Auto. Wird in Handarbeit hergestellt, in einer besonderen Fabrik. Ach so. Ist nicht so wahnsinnig teuer, also ist natürlich nicht ganz billig, aber also er liegt unter 200.000 Euro. Okay. Und dafür bekommt man wirklich Luxus pur. Wenn man ihn jetzt meint, in Europa fahren zu müssen, ist die Ersatzteilversorgung die große Herausforderung. Ja. Aber er hat wunderbare Gardinen hinten drin. Ja, und schön lang, wie es sich gehört für so ein Auto. Er hat ihn nicht in dieser Version, aber es gibt auch Versionen, da ist eine... Die Gardinen hinten sind ja wirklich toll. Da kann man dann, wenn man hinten sitzt, das Innenteil des Sitzes rausmachen, also nach vorne klappen, damit man die Füße, die Beine durchstrecken kann und sich dann hinlegen kann. Okay. Er ist schon wirklich an alles gedacht. Und
Also einfach, wenn man da mal mit gefahren ist, also ein absoluter Traum. Ich finde, er ist lang, man sieht das, aber er wirkt nicht groß, nicht protzig. Er wirkt eigentlich relativ filigran, weil er noch diese hohen Scheiben auch hat. Ja. Relativ niedrig gebaut. Er hat gut eine zugegebenerweise lange Motorhaube, aber irgendwo wollen 12-Zylinder auch hin. So ist es. Ja, also ist schon echter Traum. Mittlerweile gibt es ihn auch als SUV. Leider auch nicht bei uns. Auch nicht bei uns, genau, aber... In Japan steht man auf solche großen Autos und es gibt offensichtlich Leute in Japan, die wirklich viel Geld haben. Weil in Japan sich ein so großes Auto zu leisten, das ist nochmal was ganz anderes als hier. Also, da weiß man gleich, okay. Da muss man erstmal einen Parkplatz haben, wo das auch reinpasst, das Auto. Das ist ein eigenes Logo, das war früher typisch für das Toyota. Logo. Das sieht auch sehr schön aus. Und das ist das Century-Logo und das ist dieser Volksvogel, ich weiß nicht, wie er heißt. In Japan. Früher hatte jeder Toyota ein eigenes Logo. Erst später kam der Schriftzug Toyota rein. Ja. Und hier kann man es noch so, der Crown hat natürlich eine Krone gehabt. Jetzt haben wir noch drei besondere Fahrzeuge. LC500, den kennen wir natürlich alle. Das haben wir euch auch schon zweimal vorgestellt. Auch ein schönes V8-Motörchen drunter. Beziehungsweise da ist ein V8 drunter. Den kennen wir. Aber hier einmal als Schnittmodell und einmal in Wirklichkeit. Den LFA. Ein Traumwagen, unser persönlicher Traumwagen auch, also einer von unseren Traumwagen, weil 10 Zylinder, wer den in YouTube mal gesehen hat, mit dem Sound unschlagbar. Also da wirklich krass. Ja, das ist für viele ja eine Ikone des Automobilbaus, Vollcarbon-Karosse. Also hier ist das Originalauto, das Testauto, mit dem Akio Toyoda oft auf dem Nürburgring unterwegs war. Okay. Und findet man auch in YouTube-Videos heute. Und wir haben ihn quasi in zwei Hälften geteilt. Das matt-schwarze, so war er. Mhm. Matt-schwarz mit einer glänzenden Tür. Daran erkennt man ihn in YouTube. Und glänzend haben wir ihn auf dieser Seite gemacht, weil wir ihn hier aufgemacht haben, damit man mal reingucken kann, wie er aussieht. Unten Wahnsinn. Drunter ist eben dieser berühmte V10, der wirklich kreischt wie ein Formel 1. Das ist wirklich krass. Ja. Und... ja, der ist, wäre noch fahrbereit, wenn wir ihn wieder zusammenbauen. Wir wollten aber zeigen, so ist das Auto. Und, Carbon-Lenkrad. Carbon-Lenkrad, echte Schalensitze sind jetzt hier natürlich drin. Das ist bei dem anderen ein bisschen anders. Das ist also die echte Rennversion, mit dem ja auch viele 24-Stunden-Rennen gefahren worden sind am Nürburgring. Und hier sieht man die käufliche Straßenversion. Genau. Die wir als Leihgabe von einem Händler haben, der die von Herrn Samsung gekauft hat, dem Gründer der Firma Samsung. Zwei Stück, einen hat er schon verkauft. Ja, und so sieht er aus und ist leider fast ausnahmslos in Sammlungen verschwunden in der Welt. Ja, das ist das Problem. Wir haben jetzt, als wir den neuen GR Yaris in diesen Limited Edition Roman Pera rausgebracht haben, mussten die Leute unterschreiben, dass sie den nicht in eine Sammlung verstecken, sondern ihn als Fahrzeug benutzen, also damit auf der Straße unterwegs sind. Ich hoffe, das machen sie auch alle. Sie haben es jedenfalls geschworen, weil Toyota legt großen Wert darauf, dass die Autos eben benutzt werden. Ja. Dass man keine Ausstellungsstücke baut, sondern Autos für die Straße. Und der LFA ist ein absolutes alltagstaugliches Auto. Klar, so wie er hier steht, liegt er um 1 Million. Das ist Wahnsinn, die Preise. Das ist klar, das muss man investieren, aber damit man bekommt einen guten Gegenwert. Das stimmt. Das heißt, man hat ein faszinierendes Auto, den man nur hier in Köln warten kann, bei unserem Motorsportkollegen. Okay. Bei einem anderen Händler geht das nicht, also von der Elektronik nicht, von den Teilen. Das ist schon heißt, ein bisschen aufwendiger. Ein Ausflug nach Köln ist damit gebucht. Genau. Den kann man sich dann gleich fürs nächste Jahr mitbuchen, den Besuch bei uns. Aber es gibt nicht so viele in Deutschland, oder? Pah, schwierig zu sagen, natürlich. Schätzen, aber also keine 10. Keine 10? Boah. Es gibt zwei Händler, die den in ihren Ausstellungsräumen haben, in Düsseldorf und in Frankfurt. Jetzt dieser hier vom Niederrhein. Ja. Und dann gibt es noch den einen oder anderen Kunden, der die hat, aber in der Regel verschwinden die. Also, wir haben einen, der damit regelmäßig fährt, den sieht man auch schon mal, der besucht uns auch schon mal damit. Aber alle anderen, wir haben eine Liste gemacht mit Leuten, die die haben. Ja. Da sind auch bekannte Persönlichkeiten dabei, was wir natürlich nicht sagen, wer das ist. Ja, klar. Aber die fahren eigentlich nicht damit. Das ist schade. Aber du hast natürlich, wenn du den jetzt mal 2-3 Jahre hier rumstehen hast, sind manche Lager, die im Trocknen liegen, weil das Öl abgelaufen ist, da muss man natürlich schon sehr vorsichtig sein, um den wieder anzumachen, weil der Motor
Den kann man noch bei uns als Ersatzteil kaufen. Den gibt es dann auch für 350.000 Euro. 350.000 Euro? Ja, okay. Dann bekommt man den Motor. Und wir haben, ich glaube, noch zwei liegen am Lager. Ist jetzt nicht so ein Ersatzteil, was so regelmäßig geht bei uns. Ja, gut. Ja, dann noch eine Auspuffanlage dran, dann hätten wir eigentlich das Wichtigste. Die Räder kann man irgendwo anders herkriegen. Genau. Also absolut faszinierendes Auto. Wahnsinn. Von Top Gear, wie hieß er noch? Der Jeremy Clarkson. Jeremy Clarkson, ja. Der hat mal gesagt, das ist das beste Auto, was er jemals in seinem Leben gefahren ist. Und ich würde den Satz auch gerne sagen. Also wenn ihr einen habt, schreibt es gerne drunter. Ich würde diesen Satz gerne wiederholen. Nee, also wirklich ein tolles Auto. Weil es gibt ein Referenzauto drüben bei unseren Kollegen im Motorsport. Ja. Denn wenn da irgendwie mal was Technisches ist, dann stellt man dir das Referenzauto daneben und vergleicht so, was ist da jetzt, so, und welches okay. Da. Dann kann man das, und dafür haben sie den. Und mit dem bin ich dann mal durch die Gegend gefahren. Kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich an den Tag denke, als ich damit gefahren bin. Ja. Ist halt was ganz, ganz Besonderes. Das stimmt, definitiv. War auch so. Ja, gab es nie wieder sowas. 500 Exemplare sind gebaut worden. Es gab eine Akio Toyota Edition, die er persönlich unterschrieben hat. Okay. Die ist dann aber wirklich nur noch in Sammlerhände, auch in berühmte Sammlerhände. Also die Leute kennt man dann manchmal. Oder sie sind unbekannt, weil sie aber haben große Fabriken. Also ja, aber da war Akio, das war sein Meisterwerk. Kann man so sagen. Und ich glaube, ist auch ein würdiger Abschluss für unsere Reise hier in den, sage ich jetzt mal, heiligen Hallen. Ich würde euch jetzt am liebsten den Schlüssel geben. Aber ja, ich würde ihn auch am liebsten nehmen. Ja, aber er gehört uns leider nicht. Also ich habe auch immer so ein bisschen Sorge. Ich bin froh, wenn der irgendwann wieder hier weg ist. Weil ich habe Angst, dass er... hat die Verantwortung, ne? Ja, das ist... Und natürlich können wir so ein Auto nicht versichern. Weil es nicht eurer ist. Es ist nicht unser. Und wenn die Halle hier zusammenbricht, dass sie hoffentlich nicht tun werden. Aber es kann mal immer sein, ein Kind rennt dagegen. Genau, Jemand fällt sein... Ein Stuhl, sein schweres Halsband. Oder er hat ein Amulett, und was wir schon häufiger hier hatten. Was oft passiert, aber deswegen ist er abgesperrt, dass Leute haben eine schwere Kette und gucken irgendwo rein und bam. Ja, klar. Und das sieht man leider bei einigen Autos, bei den flachen vor allen Dingen. Das ist schon häufiger passiert. Der hat auch keine Steinschläge, ne? Nee, der ist quasi neu. Der ist so neu, ich glaube, der hat keine 1000 Kilometer gelaufen. Kann man kaufen? 1 Million. Müssen wir noch ein bisschen Sparschwein plündern, glaube ich. Steht, glaube ich, noch im Netz. Das ist unsere Collection. Nächsten Samstag haben wir wieder auf, wie jeden ersten Samstag im Monat. Genau, da ist es frei zugänglich. Kann man kommen. Ist immer kostenlos. Manchmal verschenken wir was, wenn wir jetzt gerade Bücher, die nicht mehr ganz aktuell sind, die verschenken wir dann. Manchmal gibt es Süßigkeiten für Kinder. Okay. Mal gibt es Wettbewerbe mit der PlayStation. Da hatten wir auch schon mal einen Weltmeister hier, der gegen den man antreten konnte. 500 Euro für den, der ihn schlägt. Noch 10.000 sagen können, weil war unmöglich, den ansatzweise. Okay. Unmöglich. Der war so schnell. Und dann ist dann einfach nur offen oder ist dann auch jemand da? An dem, wir machen Führungen. Okay. Wir machen Führungen. Manchmal haben wir Filme, manchmal Diskussionsrunden. Ja. Anfang des Jahres machen wir so Motorsport. Wie steige ich ein in Motorsport, Rallye, Formelsport oder Rundstrecke? Dann kommen Leute von drüben, die das erklären, was sowas kostet, wie man dann vielleicht sich einkaufen kann und sowas. Dann ein bisschen Praxishilfe. Dann mal Landcruiser machen wir dann. Da kommen auch so cool, Vorträge, wie reise ich mit Offroadern durch die Welt. Ja, da haben wir alle möglichen Veranstaltungen. Und die nächste ist RAV4, meine ich, ne? Habe ich gelesen. RAV4, 30 Jahre. Genau. Nächstes Jahr gibt es MR2, da kommen die Holländer wieder. Okay. Dann kapern die uns für einen Tag, machen vorne eine Kasse hin, so aus Jux. Und dann steht da so ein alter kleiner Wohnwagen, ihr Kasse kostet keinen Eintritt, aber dann machen sie so Blumen um ihre Autos rum. Ach, und das Mensch. Ist sehr niedlich, die kennen da keine Hemmung, die Holländer. Ja, also wenn ihr auch vorbeischauen wollt, jeden ersten Samstag im Monat, dann dürft ihr das, was wir jetzt gerade live gesehen haben, auch nochmal sehen. Lohnt sich, sind sehr, sehr schicke Fahrzeuge hier und ich denke, mit dem LFA haben wir einen würdigen Abschluss gefunden, aber natürlich sind wir kein Kanal, die nur Autos zeigen. Wir fahren nämlich auch mal was, würde ich sagen. Wir sind noch ein Stück hierher gelaufen in die Werkstatt, um noch eine Rarität zu sehen oder ein Schmuckstück einfach. Nicht dieser schöne Wagen, sondern eine Supra. Supra kennen wir. Wir haben euch die neueste auch schon gezeigt als manuelles Getriebe mit Automatikgetriebe. Aber MK4 ist einfach der Supra, wenn man an eine Supra denkt. Jeder kennt ihn aus Filmen, jeder kennt ihn aus PC-Spielen, auch ich fahre ihn da und tune ihn da und mach und tu. Es ist einfach ein tolles Auto und
Den wollten wir euch natürlich auch mal noch gezeigt haben. Er ist leider gerade nicht fahrbar, aber das können wir vielleicht mal noch nachholen. Ist ja auch nur 93 bis 97 gebaut worden hier bei uns. Aber wer einen hat, der liebt ihn. Und ja, ich hoffe, dass wir ihn auch irgendwann mal fahren dürfen. Es ist einfach ein geiles Teil. Die neuen sind auch richtig klasse, sind aber halt eben Kooperation mit BMW Z4. Ihr wisst es ja, sind aber auch wirklich tolle Dinger. Liebe ich auch mit dem Sechszylinder. Den Vierzylinder mag ich jetzt nicht so. Sechszylinder ist aber eine tolle Sache. Ja, aber MK4 ist halt gerade auch das Heck. Ich glaube, eines der bekanntesten Hecks im Automobilbereich mit dem Nissan Skyline zusammen. Also das sind wirklich richtig schöne Teile. Aber leider noch nicht fahrbar. Was aber fahrbar ist, weil wir sind ja ein Fahrkanal. Und deswegen haben wir auch einen Schlüssel uns geholt, dass wir aus den heiligen Hallen auch ein bisschen was Besonderes fahren dürfen. Und zwar dieses schicke Teil. Das werden wir uns mal ein paar Meter bewegen. Den Toyota Corona Mark II. Positioniert sich so ein bisschen zwischen Corona und Crown damals. Wir haben uns den Corona Mark II geschnappt, ja, von 72 bis 77 gebaut. Wir haben das 74er Modell und 89 PS, darum geht es gar nicht, Vierzylinder. Es ist einfach schön, oder so ein altes Auto bewegen zu dürfen. Wenn man einfach vor sich hinkust, man vergisst die Zeit, man sitzt auf einem sehr bequemen Sitz und ja, fährt Sonntagsfährtchen machen. Ja. Das ist eigentlich das perfekte Szenario mittlerweile für so einen Oldtimer. Man hegt und pflegt ihn ja. Und fährt damit ja nicht mehr jeden Tag, sondern wenn man die Chance hat, einen zu besitzen, dann am Wochenende, wenn schönes Wetter ist, mal eine schöne Fahrt. Und wir natürlich durch unseren Beruf haben manchmal die Ehre, auch sowas bewegen zu dürfen. So wie ich es gelesen habe, das war natürlich vor meiner Zeit, positioniert sich der Corona Mark II so ein bisschen zwischen dem normalen Corona und dem Crown. Ja. Das war dann quasi der Lückenfüller. Ich finde ihn sehr hübsch. Wir schauen ihn uns auch gleich mal noch von außen an, vielleicht auf dem Parkplatz bei Toyota dann wieder. Weil wir sind mal gefahren, vielleicht frühe Zuschauer von euch erinnern euch sich noch. Wir sind mal so einen alten Mustang gefahren von 1979, meine ich. Da hat er, also mein Kumpel ist mal mitgefahren, der hat gesagt, sag's mir, wenn du es nicht mehr schaffst zu bremsen, dann steige ich aus. Weil das war ein Cabrio, da hätte er also einfach über Bord springen können. Aber die Bremsen waren jetzt ganz gut, weil die Ampel wurde halt jetzt gelb. Es ist schön, es riecht gut. Ja, am besten wäre es jetzt, wenn wir Geruchsfernsehen haben, weil einfach so ein bisschen noch Benzin riecht. Wir haben das Fenster zu, um einfach hier aus Radio auch aus, um das einfach genießen zu können. Natürlich Handschaltung und der alte Sound des Motors. Ach ja, könnte man den ganzen Tag machen, so ein schönes Auto zu fahren. Es war sehr schön, dass sie uns das angeboten haben, weil ich finde es immer ein bisschen schade, wenn wir euch die ganzen Autos zeigen und dann nichts fahren. Wir sind ja immerhin ein Fahrkanal. Ich hoffe, euch hat es trotzdem so ein bisschen gefallen, einmal in die Geschichte von Toyota einzutauchen, ein paar besondere Modelle zu sehen. Ja, den Toyota Supra Mark IV sind wir jetzt nicht gefahren, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wenn wir den fertig gerichtet haben, wer weiß schon, ob wir den nicht auch mal in die Hände bekommen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Es hat mich jetzt gefreut, dass wir dort auf jeden Fall den Tag verbringen konnten. Wir genießen jetzt noch ein bisschen die Corona Mark II Fahrt. Fahren zurück und dann zeigen wir euch einmal noch von außen, damit ihr da auch mal noch gesehen habt. Gerade in dem schönen Rot, finde ich, ist er einfach wirklich schön. So sieht er von hinten aus, da kommt so ein bisschen das Amerikanische vielleicht durch. Sieht sehr, sehr cool aus. Damals auch mit diesen Chromstoßstangen, das war halt einfach geil damals. Ansonsten Corona Mark II steht an der Seite. Auch hier diese Türgriffe haben was für sich. Die Spiegel von damals, also alte Autos sind einfach, ja, mit Charme behaftet. Ich liebe es. Und von vorne mit den vier Scheinwerfern tatsächlich auch ein sehr, sehr cooles Design. Ein schicker Oldie, ne? Was sagt ihr? Kennzeichen passt in dem Fall jetzt nicht ganz so, wenn es ein 1974er ist. Aber Toyota Corona passt ja schon mal als Kennzeichen. Das soll es gewesen sein von unserem Video über die heiligen Hallen von Toyota. Als Abschluss noch mal ein kleiner Fahrt mit dem Corona Mark II. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe heute nicht so viel geredet, ja? Aber es war natürlich auch viel interessanter, was der Thomas gesagt hat. Er weiß zu jedem Auto ein bisschen was. Das war sehr interessant. Ich habe selber zugehört. Das Witzige war, wir waren natürlich schon vor der Kamera ein bisschen da und er hat ja schon loserzählt und loserzählt, weil er das auch liebt. Und irgendwann sage ich so, jetzt müssen wir es beenden und wir müssen das natürlich mit der Kamera aufhalten, ja? Weil
Und das sind ja interessante Geschichten. Das heißt, die ersten zwei Geschichten kannte ich dann schon. Ab dann war es auch für mich neu. Und es war einfach interessant. Wir lieben das. Wir lieben Autos. Und deswegen freut es uns umso mehr, dass Hersteller auch sagen, jawohl, ihr könnt auch die alten Autos anschauen. Weil theoretisch haben sie ja nichts davon. Es ist ja im Prinzip Geschichte. Mit Geschichte lässt sich kein Geld verdienen. Aber es ist natürlich trotzdem toll. Und da merkt man auch, dass sie auch eben Autoherz haben. Und wenn euch das gefallen hat, würde es uns freuen. Dann liked es. Abonniert uns, schreibt uns, wie es euch gefallen hat und dann machen wir das vielleicht auch mal noch woanders und schauen uns andere heiligen Hallen an, denn wir lieben auch alte Autos und es macht einfach Spaß, gerade wenn man dann vielleicht das ein oder andere Mal noch fahren darf. Und schreibt vielleicht auch drunter, ob wir den Supra MK4 mal fahren sollen, dann kann ich Toyota mal nerven und sagen, guckt, die wollen alle, dass wir den fahren. Ich möchte das ja gar nicht. Natürlich möchte ich das auch. Macht's gut, bis bald.